So, hier darf ich die Sabine begrüßen. Die ist zum zweiten Mal hier in Monheim. Warum bist du gerade hier hingekommen? Wie kam das? Und vor allen Dingen als erstes, warum fährst du einen Wrangler? Wrangler wollte ich immer schon haben. Hab den jetzt seit Januar 2016. Vorher habe ich einen Grand Cherokee ZJ schon mal gehabt. Der war aber trotz, dass es Jeep war, nicht so ganz das Richtige für mich und immer schon mein Traumauto gewesen und deswegen habe ich mir den dann zugelegt. Also irgendwas dran umgebaut oder so? So wie er hier steht. Aha, also original. Hast du irgendwas vor dran zu machen? Außer Weihnachtsbeleuchtung. Ja, Weihnachtsbeleuchtung, klar. Ne? Nee, der kriegt noch ein bisschen, ist eh schon durch das Fahrwerk, der kriegt jetzt ein neues. Aha, also ja. Noch ein bisschen höher, 3,5 Zoll. Ja. Mit dem ganzen Edelstahl finde ich zwar eigentlich unheimlich retro und cool, weil es auch zum Auto passt, ja. Aber da hatte ich auch schon vielleicht überlegt, da ein paar andere farbliche Akzente zu setzen. Also dann doch moderner gestalten oder anders gestalten? Anders gestalten. Aha, nicht unbedingt okay. Moderner, aber anders. Also Edelstahl soll drauf bleiben, so wie das zu seinem Geburtsjahr war. Ja, oder kommt das weg. Das war ja schon in oder komplett weg. Aha. Vielleicht komplett weg, ich weiß das noch nicht so genau. Ich habe da auf jeden Fall mit verschiedenen Farben, Sandstrahlen und ja. Markieren. Ich habe da ein bisschen was im Kopf, aber noch kein genaues Ziel. Mhm. Ich lasse das auf mich zukommen, so wie es kommt. Das ist ja ein TJ, ne? Ja. Als die rauskamen, das war ja 96, glaube ich, war ja Edelstahl total in, ne? Ja, wie man sieht. Ne? Also damals musste jeder Wagen mindestens 200 Kilo Edelstahl drauf haben. Sonst sah der nicht so sehr nicht so schön aus. Nee. Heute ist es total anders. Wie kommst du als Frau dazu, so ein Auto zu kaufen? Da sagt ja jeder, das ist ein Männerauto. Wie bist du da drauf gekommen? Ja gut, einfach weil er mir gefällt und weil ich irgendwie von meinem Vater auch schon immer das Geländewagen-Virus abbekommen habe. Und gut, ist der auch infiziert oder was, dein Vater? Ja, mittlerweile nicht mehr so sehr, ja. Aber ich bin als Kind mit Nissan Patrol groß geworden ja. Und hat auch immer schon Spaß gemacht. Da sind wir zwar nie Offroad mitgefahren, aber einfach ja. Dieses große, bullige Auto fand ich immer total geil. Okay, und da warst du dann infiziert und ja. Hast das jetzt sofort ja. Gesetzt. Spätestens ja. Als ich halt den Granny gehabt habe mit der Marke Jeep und klar, der sieht natürlich geil aus, steht ja auch gut da ja. Und ist dann dabei geblieben. Sehr schön, finde ich klasse. Okay, Sabine, dann erstmal Dankeschön. Ja, viel gerne. Spaß noch danke. Hier und ich hoffe, wir sehen dich noch da mal. Ja, sicherlich. Alles klar. Danke dir. Ne? Tschüss. Danke, ciao. Jan aus Freiberg begrüßen. Das ist jetzt nicht gerade die Ecke rum, sondern wo liegt das Freiberg? Freiberg liegt in der Nähe von Dresden. Ja, wie kommst du jetzt hier zum Offroader Meeting West? Ist ja jetzt nicht gerade in der Nähe. Nee, das stimmt. Ich habe durch Facebook davon erfahren und habe dann gedacht, ich habe noch Verwandtschaft hier unten in der Gegend. Ja. Und dann haben wir es einfach damit verbunden und dann gedacht, fahren wir hier einfach mal vorbei und gucken. Hast einen kleinen Abstecher gemacht genau. Hier zu dem Treffen. Hast du es bereut, hier hinzukommen oder geht es einigermaßen? Ja. Ich finde es klasse, dass ja. Ich hier so getroffen wird. Das gibt es bei uns in der Gegend gar nicht. Ja. Und ich komme auch gerne wieder. Also ich ja. Finde es sehr interessant. Hier wird viel auch sich ausgetauscht. Man ja. Lernt auch viel dazu. Ich komme gerne wieder. Warum gibt es das bei euch nicht? Ist da keiner, der die Initiative ergreift? Oder? Kaum. Also ja. Ich habe ein bisschen mal angefragt. Also wir reden von Sachsen, ne? Genau, jetzt, wir reden ne? von Sachsen. Mhm. Ich habe ein bisschen mal mich umgehört und angefragt, aber die Resonanz darauf auf solche Treffen ist da eher gering. Ja. Und dann habe ich mich halt ein bisschen mit Facebook schlau gemacht und darüber bin ich dann auch halt hier hingekommen. Ja, okay. Wäre ja für dich vielleicht ein Ansporn, sowas mal ins Leben zu rufen. Ne? Hast du da Interesse dran oder auch überhaupt die Zeit dazu vielleicht? Also die Zeit und das Interesse auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist halt, ob dann wirklich auch jemand kommt, weil wie gesagt, die Resonanz war sehr gering. Ja gut, ich meine, viele Leute trauen sich am Anfang nicht. Man muss es einfach mal machen und dann fängt man meistens mit
vier bis fünf Unentwegten an, die vielleicht heimlich immer im Wohnzimmer auf ihrem Laptop geguckt haben, ob es sowas gibt. Genau. Ne, und dann sehen, ah, da ist noch einer. Und dann kann es vielleicht funktionieren, aber glaube ich schon. Also wäre vielleicht dann eine Idee, wenn du sowas in der Hand nimmst, also wer da Interesse hat, bei Jan melden. Ja, wie fast jeder hier fährt der Jan einen Wrangler JK. Ist das der Diesel oder Benziner? Das ist der Benziner mit dem V6 Pentastar. Ja, also schon der neue 3,6er, ne? Ist genau, das. Ne? Hast du vor, den noch umzubauen oder soll der so bleiben, wie er im Moment ist? Ich würde ihn gerne auf jeden Fall noch umbauen. Ja, was hast du da vor? Auf jeden Fall erstmal eine andere Beleuchtung wieder drauf, ja. Einen vernünftigen LED-Scheinwerfer, eine Seilwindenstoßstange inklusive Seilwinde, ja. Würde ich gerne drauf machen. Und halt die Heckpartie entsprechend auch anpassen. Ja. Also wird der Wagen doch noch einiges umgerüstet, genau. Ne, bis er dann fertig ist. Da sind wir mal gespannt, wie der dann aussieht. Also werden wir dich hier in Zukunft noch sehen. Sehr wahrscheinlich natürlich auch auf der Weihnachtsparade am 17.12. Ja, da hoffe ich, dass du auch gut ankommst dann. Weil wir können ja erst sehr wahrscheinlich am Platz schmücken. Mhm. Ne? Also von Sachsen aus mit der Weihnachtsbeleuchtung fahren wird nicht klappen. Ne? Es sind ungefähr 650 Kilometer bis hier runter und das meiste davon Autobahn. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Hält die Weihnachtsbeleuchtung nicht durch. Ne? Okay, aber trotzdem gute Fahrt. Danke, dass du hier warst. Gerne. Und dann gute Heimfahrt vor allen Dingen. Danke. Ne? Das ist nicht hilfreich!
Bruder, die Schuhe an. Kein Steinschlag? Ja. So reich! Kann sein, rot oder pink werden die?